Da rennen lieber 3200 Meter. Die Fahne geht nach oben. Und die Boxen öffnen sich zum ersten Gruppe 3 Rennen in diesem Jahr im Hoppegarten auf der geraden Bahn. Aber sie müssen ja zweimal rum. Wer hatte einen guten Start? Vorne ist Lucarelli gut abgekommen. Auch Kindchen Monarch ist gut aus der Box raus. Dann sehen wir Stellato, Technokrat, Scouting im Mittelfeld mit dabei und Tresor Danon an der Innenseite in zweiter Position. Jetzt vor Rock of Romans außen in dritter Position. So haben die Pferde die Geläufseinmündung passiert. Zum ersten Mal an der 500 Meter Marke vorbei und Lucarelli hat die Spitze vor Rock of Romans. Lucarelli vor Rock of Romans mit Tresnob Danon dahinter an der Hecke in dritter Position vor Kinsem Monarch. Mehr in der Bahnmitte hat sich hier Eduardo Pedrosa auf Altano orientieren können. Wird innen begleitet von Technokrat vor Scouting und an letzter Position sehen wir Stellato. So kommen die Pferde zum ersten Mal bei uns vorbei und an der 100-Meter-Marke mit der Führung von Lucarelli im 43. Oleander-Rennen vor Rock of Romance, weiter dann Tresor Danon vor Kinsem Monarch. Dann Scouting die Stute an fünfter Position vor Technokrat. Dahinter sehen wir Stellato und letztes Pferd ist der Sieger des letzten Jahres, Altano. So sind die Pferde jetzt gleich beim Regenbogen angekommen im Logierhausbogen. Die Spitze bei Lucarelli, der wird natürlich erstmal nicht angegriffen. Jeder Jockey ist im Moment froh auf die Personenposition, die er innehat. Dritter ist Tresnok Danon vor Kinsem Monarch. Dahinter dann Scouting vor Technokrat an sechster Position. Dann Altano zu sehen und Stellato weiterhin hinten. Aber die Pferde sind nicht weit auseinander jetzt im Logierhausbogen unterwegs in ruhiger Fahrt. Führt hier Lucarelli die Pferde in die Gegenseite jetzt hinein. Der Vorteil 1,5 Längen vor Tresrock Danon. Der wird entfernt außen begleitet von Rock of Romance. In zweiter Position jetzt Rock of Romance. Hinter Tresrock Danon dann Kinsem Monarch. Eine kleine Lücke von 2,3 Längen bis zu Scouting. Außen begleitet von Technokrat. Dann sehen wir innen Stellato und Altano an letzter Position. Die Pferde haben die Hälfte des Rennens absolviert. Nochmal 1600 Meter also vor sich. Und vorne wird Lucarelli in Ruhe gelassen. Er führt mit 1,5 Längen Vorteil. Das Pärchen dahinter bleibt unverändert. Rock of Romance außen mit Tresrock Danon innen daneben. Dann eine Lücke von 2 Längen bis zu Kinsem Monarch. Dahinter jetzt Stellato in fünfter Position. Der hat seinen Platz also verbessert. Dann Technokrat vor Scouting und Altano. Eddie Pedrosa schaut sich das Ganze von letzter Position aus an auf den Favoriten. Die Pferde gleich an der 1000 Meter Startstelle angekommen und Lucarelli bleibt vorn. Vor Tresrock Danon innen außen begleitet von Rock of Romance dahinter. Daran gemeinsam außen Kindchen Monarch mit innen daneben Stellato vor Scouting. Dann siebentes Pferd ist Technokrat und das Pferd ist Altano. So haben die Pferde jetzt im Oleander-Rennen den Schlussbogen erreicht. Lucarelli bleibt voraus. Lucarelli vor außen in zweiter Spurenposition Rock of Romance. Innen begleitet von Tresor Ganon. Dann Kindchen Monarch vor Stellato vor Technokrat mit Scouting und Altano. So haben die Pferde jetzt noch 600 Meter vor sich. Den Großteil des Rennens haben sie bereits hinter sich. Im 43. Oleander-Rennen bringt Lucarelli die Pferde jetzt in die Zielgerade hinein. 500 Meter sind es bis zum Ziel. Lucarelli als erster an der Marke voraus. Dahinter ist dann Tresor Ganon. Hier kommt der Angreifer Rock of Romance. Dann mehr in der Bahnmitte auch Altano auf dem Weg nach vorne. So ist die 400 Meter Marke passiert. Rock of Romance und Altano. Da sind ein Zwei, dahinter ist Tresor Danon, Dritter. An der 300 ist Altano bereits vorn vor Rock of Romance. Altano und Eddie Pedrosa vor Rock of Romance, dahinter Tresor Danon, dahinter ein Technokrat, aber vorne geht hier einer spazieren. Und das ist der Star heute in Hoppegarten, das ist Altano unter Eddie Pedrosa. Altano schafft es ein drittes Mal im Olle. Altano in den letzten 50 Meter gewinnt im Jahr 2014 das Oleander-Rennen vor Rock of Romance. Knapp Zielfoto zwischen Tresrock Danon und Technokrat. Dahinter dann die Ettlinger Stellato mit Lucarelli, Kindchen Monarch und letztes Scouting. Altano dreimal das Oleander. Dreimal heißt der Sieger. Hallo.
In aller Seelenruhe hat sich Eddie Pedrosa den Rennverlauf von letzter Position aus angeschaut. Er wusste, worauf er saß. Und Sie sehen auf den Monitoren und auf der Leinwand die letzten Meter am 43. Oleander-Rennen. Und Altano, die Nummer 1, ist der vorläufige Sieger der 43. Austragung, geritten von Eduardo Pedrosa. Auf dem zweiten Rang vorläufig die Programmnummer Rock of Romance unter Josef Eko. Und es gibt ein Zielfoto um den dritten Platz zwischen der Nummer 7 Tresvok Danon mit Antonio Fresu und der 6 Technokrat unter Kuhn Kleimans. 1-4, die vorläufige Zweierwette im Oleander-Rennen um den dritten Platz. Zielfoto zwischen der 7 und Eric. So, der dritte Platz ist ausgewertet, das Zielfoto. Der dritte Platz geht an die Programmnummer 6, Technokrat unter Kuhn Kleimans. Da können die Anhänger von Technokrat feiern, aber auch die Anhänger von Altano werden das siegreiche Team hier vor der